anstrengend als anstrengend. Ich habe gerade 4 Stunden damit verbracht, die Katze zu begraben. 4 Stunden, um eine Katze zu begraben? Ja, sie wollte einfach nicht stillhalten. Ach, die war doch gar nicht tot. Nein, aber es ging überhaupt nicht gut, wissen Sie. Und da wir ja jetzt 4 Tage nach Lüneburg fahren, dachte ich, es wäre besser, sie jetzt zu begraben. Das ist ja einfach nur für der sicheren Seite zu sein. Ja. Nee, dann haben Sie schon recht, dann töten Sie lieber jetzt. Ja. Wir müssen übrigens unseren Wellensittich einschläfern lassen. Ach, wirklich? Mhm. Ist er alt? Nee, den mögen wir noch nicht. Ja, das bringen wir morgen zum Tierarzt. Sagen Sie, wie schläfert man denn Wellensittich überhaupt ein? Das ist witzig, dass Sie mich das fragen. Ich habe nämlich gerade gestern ein richtig dickes, großes Buch über das Einschläfern von Wellensittichen gelesen und anscheinend kann man sie entweder mit dem Buch erschlagen oder sie erschießen. Und zwar genau da. Also so hier über dem Schnabel. Ach, genau da? Ja. Da sagen Sie was. Aber hat Frau Müller nicht Ihren letzte Woche einfach die Toilette runtergespült? Nein! Doch! Das darf man noch nicht! So. Nee, das ist gefährlich. Ja, die brüten im Abwasserrohr. Ja. Das wusste ich aber auch noch. Das sehen Sie mal. Gut. Ich bringe jetzt mal die Sachen hoch. Ja, Mann, ich muss auch weiter dann, ne? Okay. Schönen Tag. Ja, wünsche ich Ihnen auch. Tschüss. Tschüss. Die Chance meines Lebens. Und ich habe ihn ausgeschlagen wegen meiner Mutter. Komm, es ist bestimmt noch nicht zu spät. Ruf ihn einfach an und rede mit ihm und das wird bestimmt okay. Wenn du willst, mache ich das für dich. Ich bewundere deinen Mut. Ich wünschte, ich könnte so sein wie du. Ja, das ist keine Ahnung. Diese Ausbildung im Altenheim mache ich nur wegen meiner Eltern, um was Bodenständiges zu lernen. Aber es interessiert mich null. Ich wäre am liebsten Schauspielerin. Warst du deswegen in Hamburg? Ja, um vorzusprechen, aber... Ach, mach dir nichts draus. Ich kenne Leute, die mussten 8, 9 Mal vorsprechen. Du hast es wenigstens versucht. Who are you talking about, you two? Just a kid we met.